Hallo ihr Lieben, dieses Video sollte für euch eine kleine Hilfestellung sein, falls bei euch auch das Problem aufgetreten sein sollte, dass ihr nach dem neuen Windows Update keine Videos mehr abspielen könnt, sondern einfach nur einen grünen Bildschirm bekommt. Dazu öffnet man ganz einfach den Windows Internet Explorer, drückt oben auf das kleine Zahnrad, dann Internetoptionen. Wenn man Internetoptionen geklickt hat, öffnet sich ein kleines Fenster mit oben ganz viele Reiter drin. Irgendwo steht erweitert oben, auf das klickt man drauf und dann scrollt man ein bisschen nach unten. Da sind dann ganz viele so Haken drin und keine Haken. Da scrollt man ein klein wenig nach unten, bis man Grafikkarte mit Beschleunigung findet. Muss jetzt nicht genau Grafikkarte mit Beschleunigung heißen, kann klein wenig anders heißen auch. Gehen tut es hier, warum die Videos grün sind, um den Grafikkartenbeschleuniger. In diesem Feld sollte kein Haken drin sein. Ihr müsst hier einen Haken reinsetzen. Einfach dann auf Übernehmen klicken. Wenn ihr auf Übernehmen geklickt habt, Windows Internet Explorer nochmal schließen und neu aufmachen. Nachdem ihr den Windows Internet Explorer neu aufgemacht habt, funktionieren die Videos wieder. Diese Videos funktionieren dann auch wieder im Windows Edge. Das einzige Problem, was jetzt noch ist, ist, dass die Videos mit dem normalen Player, wenn man ein Video auf einem Computer schauen will, nicht funktionieren. Dafür muss man ganz einfach hergehen, auf das Video klicken und das auf Windows Media Player umstellen. So, hiermit bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ich habe euch ein klein wenig geholfen mit diesem Video.